Leute, wir sind pleite. Jo. Intro. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Oh, hallo und herzlich willkommen. Nee, mach nochmal neu. Nee, hallo. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog von Entlündo. Mit Bill und Paule. Also, heute bei diesem wunderschönen Wetter, was vor 5 Minuten noch besser aussah als jetzt, irgendwie, wollten wir mal wieder eine Runde drehen. So, Beruhige dich jetzt mal. Wir reden dann in der Ortschaft. Also Leute, wie gesagt, Paul hat schon angesprochen, das Wetter war vor 5 Minuten irgendwie noch richtig sonnig. Jetzt sieht es irgendwie aus, als ob es in 5 Minuten anfängt zu schiffen. Oh, Kollegen. Der hat sich zusammengeschissen. Philipp, wir beruhigen uns jetzt mal erstmal. Okay, so, jetzt bremsen wir mal ein bisschen ab. Machen wir mal einen Vlog. Wollen wir mal einen Vlog machen? Gut, also wir sind voll geil drauf gerade aufs Fahren. Erst mal in kurzen Klamotten. Es gibt viel Neues zu erzählen. Wartet, Leute. Ich fahr mal kurz frei. Der Paul hat komplett neue Sachen. Also außer Hose, Stiefel hat er. Ja, Oberteil hat er. Läuft bei ihm. Und Leute, ich würde sagen, Pille, wir machen das so wie in so einem Film jetzt. Weißt du, wenn die Leute so kommen, weißt du, so. Wie in einem Film, wo die Leute so kommen. Kurze Anmerkung aus dem Off. Ich meinte damit einfach ein paar Epics hin von meinen Klamotten. Und ja, viel Spaß dabei. Hey, you are fools, go! Jetzt hab ich's drauf. Warte mal kurz. Schulter. Ja. Ah. Ja, muss jetzt hochgehen. Ja. Hätte man doch vielleicht ohne Helm machen sollen. Außerdem, Pille, dazu kannst du ja gerne was sagen, was wir an dem Quad so verändert haben. Also pass auf Leute, ich hatte hinten Lagerschaden, haben wir festgestellt mit Paul, deswegen hat meine Bremse so gerattert. Haben wir halt hinten Bremsscheibe einfach hier abgemacht, alles Achse raus. Haben dann mal aus Spaß geguckt, was der ganze Scheiß kostet. Und da kostet ja bloß die Achse auch schon 400 Euro, ist ja billig das Ding. Wir haben auf jeden Fall neue Lager reingemacht. Und im gleichen Atemzug, weil ich hatte immer das Problem, wenn ich voll durchbeschleunigt hatte, hat mein Quad sich verschluckt. Ja, ich fahr mal hinter dich. Da haben wir uns gedacht, hier, wir gucken mal, was Paul für eine Düse drin hat. 150 und ich hatte eine 135er. Heißt quasi, mein Quad ist zum Arca gelaufen. Haben wir gedacht, jo, wechseln wir halt die Düse. Habe ich eine Düse bei AKF für eine Simson ETZ geholt. In den Vergaser rein und ja, wie gesagt, also ich kann mich jetzt echt erstmal nicht beschweren. Also wir machen jetzt die erste Probefahrt, ne, da kann man dann noch nicht viel sagen, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich ja die offene Esse habe und hier den Luftfilter, dadurch ja, geht es jetzt eigentlich gut und die 150er Düse läuft, ja, sieht man ja. Ja, also durchbeschleunigen geht. Na gut, fahren wir erstmal. Wir wollen halt mal eine Runde, eigentlich wollten wir über den Quad-Umbau labern, eine Testfahrt machen. Machen wir ja gerade, läuft auf jeden Fall schon mal. Und jetzt fahren wir eine Runde Offroad, guck. Offroad? Echt? Achso, wir fahren Offroad jetzt, Pille, oder was? Schön, dass du das so schon willst. Naja, wir fahren nach Dobranitz, ja. Achso, und dann Offroad? Ja, na, dort sind dann keine Straßen mehr. Aber wir müssen aufpassen, die Indianer sind heute dort. Also, wir können nur bitte, guck mal, bitte, Zittelgas. Die Indianer, was sollen die Leute jetzt denken, die das Video sehen, wo wir wohnen, Alter? Naja, Leute, das Problem ist, dort in dem Wald ist eine Wiese und eine Hütte und dort stellen sich wirklich Leute einen Tipi auf, pennen dort drinnen, machen Lagerfeuer. Also das sind wirklich Indianer, die spielen halt, also, nee, die spielen das nicht, die denken, die sind Indianer. Ja, geil. Das müsstest du da eigentlich schon wissen, du hast dort jahrelang gearbeitet. Quatsch, komm. Und dann nimm bei den Indianern, bei der Agroformen. Ach so. Aha. Paul hat jahrelang als Indianer gearbeitet. Leute, falls mal, ihr könnt aber leider mal ein Thema ansprechen. Der Quad vorne ist ja online. Ich weiß ja nicht, wann das Video kommt. Aber
Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber? Das weiß ich auch nicht mehr. Ja, wir hoffen, euch hat das gefallen, so ein aufwendiges Video. Ja, Kommentare waren jetzt bis jetzt noch nicht so viel, ist ja erst ein Tag online, aber falls ihr sowas mehr sehen wollt oder so, ballert das einfach mal irgendwo drunter, da die Videos, was wir machen sollen, was ihr sehen wollt, was wir filmen sollen, weil wir haben so viel Potenzial in alle Richtungen, wisst ihr, dass wir quasi nur darauf warten, dass ihr sagt, was wir machen sollen. Genau. Was soll ich dazu noch sagen? Ist genau richtig. Naja, aber bis jetzt hat es den Leuten schon mal gefallen. Ich will nicht sagen, Leute, aber hier sind wir jetzt in Dobranice, da wo wir hin wollten. Ja, du wolltest da hin, ne? Hier ist alles Zwischenfrucht. Oh, hier sind Fußgänger. Oh. Nee, Pille, wir halten hier vorne an. Ja. Wann hier? Nee, eigentlich hier, weil das ist Asphalt. Mir juckt's im Nacken. Ja, warte mal, Pille, machen wir ganz kurz. Leute, das ist jetzt hier die Aussicht, weil hier wollte ich eigentlich auch mal ein schönes Video machen. Mach mal deine scheiß Karre aus. Achso, ja. Ah, hier schön, Leute, könnt ihr euch vorstellen, mit Drohne hier, so ein bisschen die Gebirgsketten und alles. Ja, und mit der Drohne ein bisschen im Flügel von der, vom Windrad rum. Rumballern. Kann ich mir vorstellen. Wollen wir einen Ausblick fahren hier, dem jetzt hier auf dem Berg? Also eigentlich wollte ich ja heute, Leute, das könnt ihr ja wissen, heute wollte ich eigentlich so eine Art Outro machen, ne? Wo so ein geiler Hintergrund. Naja, dort könnte man das machen. Weißt du noch, wo wir mit der Drohne, mit deinem Auto mal waren? Ja, aber dort ist doch nie, kommst du denn mit dem Quad hin, oder? Na, da sind wir mit deinem Golf hingekommen, da sind wir mit dem Quad hingekommen. Ja, wo ist denn dort eine schöne Aussicht? Na, da sind wir doch hingelaufen. Ja, hingelaufen. Naja, dort bin ich da mit dem Quad auch schon hin. Also nie an die Aussicht, aber in den Wald, dachte ich jetzt. Leute, guckt euch das an. Ich bin Rolling Madness. Es ist zwar... Mit Einhorn. Mit Einhornen. Und ich hab, Leute, ich hab mir hier... Und hier reingeklebt heute. Jetzt hat das Quad gleich 3 PS mehr. Oh, die Hand, ey, die sind so leicht, die fliegen nur weg! Soll ich dir mal was sagen? Ja? Warte mal. Soll ich dir noch was sagen? Okay. Also hier finde ich es ja richtig schön. Muss ich was sagen? Bis gleich, Leute, der Ball ist gerade. Der geht jetzt erstmal schnell organieren. Das Licht ist. Dort hinten kommt eine übelste Schlechtwetterfront. Ja. Zieht die zu uns? Betreten des Steinbruches verboten, Lebensgefahr, ne? Das hat ja nichts zu bedeuten. Stiefel sind doch schon dreckig. Ja, man ist jetzt immer mit deinem Golf reingefahren. Ja, stimmt, ne? Das war hier. Wir müssen ein bisschen umstellen hier. Oh, das wäre so Porno, Leute, guckt euch das an. Lecker, ne? Ich finde das cool hier. Ja, ist schon geil, ne? Wenn man jetzt hier die Quads hinkriegen würde, hier. Oder da oben, ne? Wäre geil. Hier oben. Na gut, da stört der Umsatz sehr geil. Da sieht man sogar Boxberg, das waren wir letztens, Leute. Beim letzten Vlog. Seht ihr das hinten? Das hinten, da war der Paul ist um dran jetzt. Und erst waren wir bei den. Und die zwei Windmühlen da, ich weiß nicht, ob ich da gerade drauf zeige. Zeigt man da drauf, wenn ich das so mache? Weißt du das? Hast du da Erfahrung? Ist egal. Auf jeden Fall dort die zwei Windmühlen, da waren wir erst, wo wir erst eine gezüttelt haben. Läuft auf jeden Fall. Ja, jetzt ist es sowieso der Moment weg. Ja, aber wie gesagt, man kann sich hier auf das Ding umstellen, ne? Ich mach gerade bei Epic auf die Szenen, Digga. Ich mach gerade Epic Szenen. So, Leute. Wir haben irgendwie alles an Wetter, was irgendwie geht, gerade mitgenommen. Wir standen im Wald, es fing an zu regnen und da dachten wir, es ist nur ein Schauer. Und haben auf die Wetterkarte geguckt und dann war es doch kein Schauer. Und dann hat es angefangen zu segnen. Dann ja. Sind wir rausgefahren und haben uns mit dem Subaru gejagt mit 130. Jetzt eigentlich kann man sich jagen, weil es nur hin. Ja. Aber ist ja auch egal, wir haben gefroren. Wir haben ja immer gefroren, wir wollen jetzt einfach noch schnell eine Abmoderation machen. Ja. Ich hoffe, ich sag's jetzt einfach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir gehen jetzt duschen. Lasst ein Abo da, teilt das Video und bis zum nächsten Mal. Also wir gehen hier zusammen drin.
Oh Gott.